Herzlich willkommen zu Motoracer. Genau so. Wir sind im November 97, gehen alle PlayStation-Spiele durch, spielen sie an, einige auch durch. Ja, und das ist ein Rennspiel, ein Motorrennspiel, was eine sehr gute Kritik bekommen hat. Und die Aussage war auch, bis zum November 97 war das beste Rennspiel bis dato. Grafisch wunderschön. Also das, was du jetzt erstmal hier siehst. Das lässt sich ja richtig sauber steuern. Sehr direkt auch. Oh. Sehr direkt auch. Wenn du dich einmal nicht richtig in die Kurve reinlegst, war die Kritik, dass du eigentlich nicht mehr wirklich an die Gegner rankommst. Wir werden uns jetzt hier mal so ein bisschen... Oh, ist das eine schöne Grafik, geil. Ein bisschen rantasten. Kannst, ist auf jeden Fall kein Spiel, wo du einfach mit Vollgas durchfahren kannst. Ja, merke ich gerade, wie schön sie auch das Wasser gemacht haben. Ja, Kritik war auch so ein bisschen, dass du siehst, wie sich die Grafik aufbaut. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Wurde bei Maniac aber, glaube ich, auch genannt, dass das siehst. Ja, sieht man zwar, groß stören tut's nicht. Ne, beim Need for Speed 3 hattest du schon, dass du wirklich hier das durchgängig hattest, dass ich da keine Grafik aufgebaut hat, zumindest nicht so, dass du das sehen konntest. Aber jetzt ist das auch schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und schönes hat auch sauber, ich guck mal hier mit Ansichten. Oh, einen überholt. Schön, dass wir jetzt mit den Ansichten. Mit den Ansichten rumspielen. Wer war's? Franz, glaube ich, ne? Wo er meinte, ja, hier bei dem einen Spiel, da hast du. Okay, nicht gut. Da hast du Scheiben, wo man durchgucken kann, was selten war bei Rennspielen zu der Zeit. Ja, ist das auch. Jetzt hast du die Scheibe ein bisschen kleiner, gut. Das macht richtig Spaß. Ja, und auch Langzeitspaß wird garantiert dadurch, dass du halt die Strecken... Oh, das Flugzeug auch noch. Dass du die Strecken gut auswendig lernen musst. Das macht einen richtig soliden Eindruck. 6 Strecken habe ich so erstmal gezählt, da stand nichts bei Maniac. Ich habe jetzt ein bisschen aufgehört, Wikipedia-Artikel zu lesen, wenn es einen Maniac-Artikel über das Spiel gibt, weil ich finde, bei Wikipedia ist das meistens so negativ gehalten. Klar, man versucht da auch so ein bisschen metatechnisch ganzen Kritiken zusammenzuführen, aber es macht dann eigentlich immer so einen negativen Eindruck und so muss ja gar nicht immer vom Kopf her ins Spiel reingehen. Maniac führt eigentlich ziemlich gut die Kritikpunkte auf. Viele davon kann ich auch unterstreichen bei den einzelnen Spielen. Da ist es, finde ich, schon relativ fair bewertet. Nicht immer. Klar hat man auch andere Meinungen, aber so hauptsächlich passt das. Erfährst halt nicht so viele Hintergründe, was ein bisschen schade ist. Aber Wikipedia-Artikel. Also manchmal ist Maniac ausführlicher als Wikipedia-Artikel. Ja, okay, ne, das in die Kurven reinlegen. Schon grafisch ein Highlight. Ich habe eigentlich nichts gedrückt, aber gut. Probieren wir mal einen Stick aus. Okay, ja, doch, ist genauer. Das hat auch Maniac gesagt. Ist so ungewohnt. Wir waren zum Geburtstag bei Oma und Opa hat eine PS4. Und da spielen wir mal Rennspiele. Da hatten wir Crash Team Racing, ne? Gab's für die PS1, auch für die PS4. Er gibt bei mir irgendwie kein Gas mehr. Achso, weil die Zeit abgelaufen ist. Ja, ungünstig. Danke. Nee. Wir gehen jetzt mal auf die nächste Strecke. Könnte aber auch, glaube ich, einfach den hier machen. Genau. Speedbay war die erste. Nächste ist nämlich die Dirt Arena. 2 Runden. Das war das, was wir gerade hatten. Dann können wir mal das nächste nehmen. Das hat mehr Bodenhaftung. Ja. Schauen wir mal rein. Automatisch, ja. Ladezeit ist auch okay. Ist jetzt auch nicht übertrieben. Das passt schon alles. Okay. Es leuchtet. Leuchtet nochmal. Wird schon alles so seinen Sinn haben.
Gas geben. Warum starten die vor mir? Führt das nicht zu Vorteilen? Gucke mal. Ich kann mir immer die Namen nicht merken. Wir hatten aber gerade erst ein Motocross-Spiel und da ist das hundertfach besser. Was mir so ein bisschen fehlt, weil du hast hier, war ja auch so ein bisschen das Positive, dass du verschiedene Sachen, also Dirtbike, 125er, 250er Maschinen, dass du da vieles verknüpft hast in dem Spiel. Mir fehlt so ein bisschen der Unterschied je nach Bodengegebenheit. Oder ist das hier ein bisschen rutschiger? Das macht so ein Spiel dann auch immer noch komplexer. Könnte sein, dass die Steuerung ein bisschen anders ist. Aber geil fand ich das, wenn du irgendwie Schlammpfützen hast und da rutscht der nur und sowas hin und her. Das bietet immer viel Spielspaß. Hier hast du auch einen Zweispieler-Modus. Wahnsinnige Grafik. Und dann auch eine gute Framerate, ne? Gerade für ein PAL-Spiel. Dagegen war das andere, was wir gerade erst hatten, ein Witz. Konnte qualitativ mit dem hier gar nicht mithalten. Wenn ich das richtig sehe, kann ich nicht nach oben und nach unten mich bewegen, während ich springe. Oder Tricks machen. Was aber vielleicht auch nicht der Sinn ist. Ein bisschen zur Seite drehen kann ich mich. Bin der wievielte? Erster. Was ist denn hier los? Wie bin ich denn Erster geworden? Warte, ich versau's aber noch, keine Sorge. Und wenig Grafikfehler durch die Hochskalierung, fällt mir auf, für ein Rennspiel. Haben sie anscheinend sehr sauber gemacht, die Texturen. Nicht, dass es unbedingt immer notwendig war. Es ist ja doch schon ordentlich hochskaliert. War ja nicht dafür ausgelegt, so ein Spiel. Helikopter wieder an der Seite. Damit konntest du mal zeigen, so, wow, wir haben eine gute Engine im Hintergrund. Ich glaube, das war immer Eier auf den Tisch legen. Nicht hinterfragen. Bisschen alleine ist das auch gerade, aber sind halt zu gut, ne? Was willst du machen? Checkpoint. Musik wird vielleicht ein bisschen anstrengend auf Dauer. Das ist natürlich genial. Mag aber keine Ego-Perspektiven. So muss das. Da ist der Profi. Wumm. Kann ich auch weiter? Okay. Muss ich jetzt warten, bis die anderen im Ziel sind oder was? Oder bis die Zeit abgelaufen ist? Das machen wir jetzt nicht. Auch wenn es wahrscheinlich irgendwas gegeben hätte. Rock Forest. Oh, das hört sich cool an. So, wir hatten jetzt den, wir hatten den. Der hat mehr Beschleunigung. Gehen wir da mal rein. Auto, ja. Finde ich gut. Nö, Ersteindruck, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach so, stimmt, ich habe ja auch Kick und Punch, ne? Nee, war es das andere Spiel? Ah, nee, das war das andere Spiel. Ich glaube, ich war gerade beim Fahrradkurier. Kurier Crisis. Naja, gut. Würde halt irgendwie auch nicht zu dem Spiel passen. Das sieht so seriös aus. Oh, Windmühle. Sehr cool. Es ist Wahnsinn, wie sich die PS1 weiterentwickelt hat. Und ich hab's direkt wieder versaut. Ja, mehr Beschleunigung, ne? Das ist aber grafisch vor allem, wie hell das ist. Und nicht so ein nervig hochgedrehter Kontrast. Geil. Gefällt mir. Das zeigt doch mal so ein bisschen, was die PS1 kann. Wozu sie imstande ist. Das ist ein Need for Speed Niveau, würde ich sagen. Sehr schön. Sogar fast noch schneller und flüssiger, ne? Ah, schon Respekt. Ziehe meinen Hut. Oder Controller, das wäre irgendwie passender.
zücke meinen Controller. Warum habe ich ihn angeschoben? Hat er gerade Tricks gemacht? Sag mal. Waren wir ein bisschen zu schnell? Ab 200 km/h so schwierig mit dem Motorrad um die Kurve. Nein, komm, jetzt nicht hängen bleiben. Oh, den haben wir sauber überholt. War natürlich auch genau der Plan. Die hinteren Tasten hier waren nicht belegt. Sehr cool. Ach komm, ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Platz zur Seite für in die Kurve reinlegen, aber war nicht so. Ziemlich kurze Runden und eine ziemlich schnelle Runde. Strecke ist ja trotzdem relativ lang. Überlege manchmal, ob ich in Rennspielen zu viel quatsche. Bei anderen bin ich auf jeden Fall ruhiger. Wir werden es nie erfahren. Geht hier ja auch mehr um ein bisschen die Spiele zu zeigen, als um Selbstdarstellung. Das war am Rande. Also die Selbstdarstellung. Ah! Aber wie sauber der sich auch bewegt. Ist ein Traum. Na, ah, ich hab ihn wieder ange. Ja, und dann. Wir sind Sechster. Haben wir einen fünften Platz verschenkt. Wie schnell sich das aufbaut, ein Träumchen. Und das Schloss auch im Hintergrund. Das, ich finde sowas motiviert immer, um zu sehen, wo die Reise überall noch hingeht. Wir sind zwar noch weit, aber gar nicht so weit von der PS2 entfernt. Man wird spannend. Kommt ja schon 2000 dazu. Okay. Das war das. So, was haben wir noch? Wir haben hier die Great Wall. China oder was? So, jetzt hatten wir eben den. Und dann gibt es noch den. Achso, Höchstgeschwindigkeit ist hoch. Beschleunigung dafür nicht so. Könnte gut sein für uns. Bin ich mal gespannt. Aber macht einen sehr, sehr guten Eindruck. So, aufrecht positionieren. Okay. Oh, mit fliegenden Drachen. Okay. Große Mauer ist dann doch ein bisschen kurvenreicher als gedacht. Ist aber Wahnsinn, in wie vielen Spielen die eingesetzt wird. Ja, sobald du hier mit dem festhängst, ist das ein bisschen schwierig. Weil Beschleunigung schlecht ist, aber Höchstgeschwindigkeit halt top. Und wenn ich nur irgendwo gegenfahre, sollte es für mich gut aussehen. Und auf leicht ist es dann doch noch mit der Platzierung gut zu managen. Zumindest mit ein bisschen Übung. Schön sauber fahren. Glaube ich, das Motorrad ist für die Strecke ganz gut. Ich will nicht nach vorne. Ach komm. Nicht nach vorne pushen. Zweiter. Das ist Platz 1 also. Na gut. Fühlt sich irgendwie sehr, ja, 120 fahren wir nur. Viel Gegendenken. Aber auch eine schicke Karte. Checkpoint. Von wie genial unten links die Karte eingefügt wurde.
Was war Super Football Champ, wo du die Karte dann einfach genau im Blickfeld hattest? Letzte Runde, komm, ich kann nur alles versauen. Ich will es aber nicht versauen. Will ja als erster durchs Ziel gehen. Ist auch peinlich, wenn du immer dann letzter wirst. Okay, gerade haben wir viel Abstand. Versauen können wir es, denke ich, noch, wenn wir irgendwo hängen bleiben. Checkpoint. Richtig schöne Texturen einfach. Das ist ein Traum. Und die Schatten auch noch. Respekt, was sie hier abgeliefert haben. Die kleinen Texturfehler, die ihr jetzt hier gerade am Anfang des Bildschirms seht, ne? Also hinterm Motorrad, hinterm Hinterreifen, liegt definitiv an der Hochskalierung. Aber selbst damit glänzt das Spiel wunderbar. Finde ich. Ja. So, nämlich. Erster. Jetzt müsstest du 60 Sekunden warten anscheinend. Das machen wir natürlich nicht. Wir gehen rein in den Westway. So, was haben wir hier noch? Eben hatten wir das hier, ne? Dann sollte jetzt das hier kommen. Wie heißt das? Okay, hat keinen Namen, cool. Sieht aber aus wie... keine Ahnung. Ein künstliches Pfirsichgetränk. Ja. Und sonst so, was macht die Familie? Alles gut. Schönes Wetter heute. Ah ne, sieht schlecht aus. 5 Grad, Regen. Was? Morgen winterlich. Okay. Das ist jetzt nicht gut. Was hatte der für Daten? Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet. Okay, da können wir tanken. Das, ja, macht richtig Bock auf das, was noch kommen wird. Ah, das war ganz schlecht. Der hat eine gute Beschleunigung anscheinend. Was gerade vielleicht nicht so schlecht ist, aber ein schlechtes Handling. Das merkst du auch. Nicht gut. Komm, 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 komm. Oh, wie sauber sich das alles aufbaut. Die Framerate. Ein Träumchen. Spiel mal alle PS1-Spiele an. Da weißt du, sowas definitiv zu schätzen. Ja, Finish. Erste Runde. Ach, das war unnötig. Und Vögel da oben noch? Kein Helikopter diesmal? Vielleicht kommt er noch. Ja, hoch hier, hoch hier. Na, komm. Hab ein bisschen Gas weggenommen, hat nicht ganz gereicht. Ja, du hast ein Speed hier, das ist sagenhaft. Na, schade. Gar nicht gewohnt, so schnelle Spiele. Ich spiele ja nur PS1-Spiele, nichts Modernes, gar nichts. Weil es einfach zeitlich dann nicht mehr passt. Da siehst du so eine Unterschiede enorm. Und gewöhnt sich auch so ein bisschen an die Langsamheit, ne? Was vielleicht auch nicht immer von Vorteil ist. Das verstehe ich nicht, weil ich drücke gar nicht rauf. Vielleicht immer so kurze Verschnaufpausen eingeplant. Komm, komm. Rein jetzt. Ja, komm, 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 komm. Ich werde ein bisschen besser. Ein bisschen nur. So, letzte Runde. Kriegen wir noch Leute eingeholt, ist die Frage. Gib Gummi.
Komm, 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 komm. Zu oft hängen geblieben. Vielleicht für Einsteiger nicht das beste Motorrad. Oh, Zeit noch 10 Sekunden. Ah, das war jetzt eben Zeit abgelaufen. Kriege ich noch den nächsten Checkpoint. 2, 1. Vielleicht ist er hier. Da ist er. Zumindest auch durchs Ziel gekommen. Eieiei. Waren das alle Karten? Lost Ruins. Ruins. Wahnsinn. Das ist das, was wir eben hatten. Und hier gibt es auch viel, viel mehr. Bremsen nicht so gut. Höchstgeschwindigkeit bremsen. Ich glaube, wir probieren das einfach mal. Ja. Rein geht's. Letzte Strecke. Wird spannend, wird spannend. Und jetzt wieder Ladezeit. Ja, ja. Wird cool. Ab geht's. Okay, hier ist der Untergrund anscheinend ganz, ganz anders. Toll. Letzten wieder angestoßen. Oh, okay. Ganz, ganz andere Bodenhaftung. Hm. Toll. Der hat's mir einfach versaut. Ja, komm, komm. Sehr schön. Sind auf Position 6 schon mal. Mal sehen, die anderen jetzt noch holen. Das ist ja mal eine richtig mega Strecke. Also ich hätte mir noch mehr Strecken gewünscht, aber 6 war irgendwie so... Also es gab wenig Spiele, die mehr hatten. 6 war eigentlich schon gut. Vielleicht gibt es... Also von Spielverkehrt habe ich nichts gelesen. Das wäre noch Hammer. Würde sich... Also hätte sich hier eigentlich auch angeboten, ne? Ach, komm. Jetzt holt der zweite Platz gerade wieder auf. Mega cool. Und du bist ja wirklich nur am Schlittern. Das fühlt sich jetzt mal realistisch an. Also doch, je nach Karte, andere Fahrgewohnheit. Deswegen hast du auch so viel. Du hast ja bestimmt 10, 20 Motorräder zur Auswahl. Das ist richtig top. Ah, komm. Sind wir eigentlich schon durch eine Runde? Ne, immer noch in der ersten von 2. Deswegen nur 2 Runden, aber eine sehr lange Strecke. Deswegen, es kommt mir ja alles neu vor, immer noch. Ja, komm, komm. So, erste Runde geschafft. Und jetzt die Führung beibehalten. Okay. Rein da, rein da. Sehr schön. Gute Grafik. Kann ich nur immer wieder sagen. Sehr, sehr schön. Macht echt Bock. Auf das, was danach kommt. Ich kann nicht immer es selber erzählen. Aber es ist echt so. Ich will meine Gefühle austun. Komm, komm, komm. So, wo bin ich? Ja, okay, der letzte, der zweite Platz, der... Ein bisschen Abstand habe ich, aber er ist dran. Wenn ich jetzt irgendwie einen großen Unfall baue. So, jetzt erstmal gerade. Haben natürlich die jetzt Vorteil, die eins mit einer hohen Hochgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit haben, sag mal. Ah, oh, okay, wusste ich gar nicht, dass das geht. Nicht gut. Jetzt ist der zweite näher dann. Sieht aber noch gut aus für mich. Checkpoint. Nicht wieder runterfallen. Das Runterfallen sah echt gut aus. Komm, wie er dann daneben lag. Ist nicht einfach, du fällst in den Berg rein, sondern lag schon ordentlich auf der Strecke. Sehr innovativ, das Spiel. Ja, weiß ich, was auf dem PC da vorher kam? Ich meine, allein die Atmosphäre hier. Ein Traum. So, und hier muss das Ziel dann gleich kommen. Ich traue mich nicht, unten auf die Karte zu gucken. Will mich überraschen lassen. Oh, nicht gut.
Sollte öfter auf die Karte gucken. Ja, es kommt, es kommt. Interessant, dass hier der CPU gar nicht so gut ist. Sehr schön. Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Wir spielen alle PS1-Spiele an. Euch einen wunderschönen Abend. Bis dahin, bis zum nächsten Video.